Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich mal wieder für dich mein Full Face aus den Beautyboxen und zwar jetzt von November. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ihr seht das Video im Dezember, also von daher geht auch ein Ho-Ho-Ho-Haarreifen auf jeden Fall klar. Ich sammle ja immer ganz gerne die dekorative Kosmetik aus den ganzen Beautyboxen, die so im Monat bei mir eintrudeln, einfach um zu gucken, wie das Ganze so auf meinem Gesicht zusammenpasst, ne? Und das finde ich immer sehr wichtig. Und ich starte mit Lippenpflege. Da habe ich hier in der Look Fantastic Beauty Chest von By Terry diesen Balm de Rose Lip Balm drin gehabt. Ist im Prinzip wie so ein Lipgloss. Oh mein Gott, immer wenn bei uns der Krankenwagen herfährt, dann ist Leo, unser Nachbarhund, immer hart am Jaulen. Interessiert Sammy eher halb gar nicht. So, die Lippenpflege ist jetzt schon mal aufgetragen, jedenfalls so die erste. Ich habe tatsächlich nachher noch eine zweite. Da müssen wir mal gucken, ob ich die noch brauchen werde, ne? Ich mache jetzt weiter mit einem Primer und ich habe euch natürlich alle Produkte auch unten in der Infobox verlinkt, falls ihr da mal, ne, das nachshoppen wollt, aber es sind meistens dann so Schätzeleins von Marken, die man gar nicht so sehr kennt. Von Fix & Rouge habe ich Set & Soft Blurring Primer Ultra Prime hier drin. Das ist einmal diese Schätzelein und ich weiß gar nicht, wo der mit drin war. In der Glossy Box, in der klassischen Glossy Box. Ja, guck. Das hat so eine, ja, eher gelige Konsistenz. Es kommt dann auf mein Gesicht einfach mal drauf. Das Problem, was ich bei Blurring Primern habe, ist, dass die zwar blurren, also die machen wirklich ein schöneres Hautbild, das sieht alles ein bisschen softer aus, aber sie spenden nicht so die Feuchtigkeit, die ich theoretisch bräuchte. Aber optisch sieht es soweit so gut aus, es spannt aber ein bisschen. Das nächste Produkt, was ich verwende, war in keiner Beautybox, weil ich fülle das Ganze natürlich dann auch mit Produkten auf, die in meiner Muss-ich-noch-ausprobieren-Kiste drin liegen. Das waren dieses Mal gar nicht so viele. Hier habe ich jetzt von M. Asam das Magic Finish Porcelain Tint, Lichtschutzfaktor 30, Make-up 30 ml sind hier drin. Ich weiß gar nicht, ob das eine Farbe hat. Weiß ich nicht. Porcelain Tint, wahrscheinlich Medium oder so. Oh, nehme ich mir von Fräulein B. so einen Wafferpinsel, um das Ganze mal zu verteilen. Ui, sehr dick. Und leider sehr, sehr trocken. Und wenn ich jetzt auch einen nicht feuchtigkeitsspendenden Primer habe und darüber dann eine nicht feuchtigkeitsspendende Foundation gebe, könnte die Krümelparty in meinem Gesicht eröffnet werden. Aber wir hoffen es mal nicht. Hier haben wir jetzt einmal den Vergleich. Auf der Seite habe ich die Foundation aufgetragen, auf der Seite noch nicht. Farblich ein bisschen hell, aber es passt schon, ne? Und ja, sieht soweit so gut aus, von Weitem, von Nahem eigentlich auch. Aber es fühlt sich halt, wie gesagt, relativ trocken an. Soweit, so trocken. Ja, das würde ich jetzt erstmal auch so lassen. Ich würde es jetzt auch nicht mit einem Schwämmchen einarbeiten, weil müsste ich jetzt so nicht. Ich habe nicht das Gefühl, als ob ich das müsste. Es fühlt sich auch nicht so an, als müsste ich das setten, aber ich werde es nachher noch setten. Ein weiteres Produkt, was ich in meiner Ausprobierkiste drin habe, ist ein Concealer und zwar von Revolution Pro in der Farbe C2 Ultimate Coverage Crease Proof Concealer. Ich glaube, den hatte ich in Trashy drin oder so. Super, super dickflüssig. Oh mein Gott, also das ist echt hart dickflüssig und das scheint auch jetzt schon auf meiner Handfläche oxidieren zu wollen. Ich nehme jetzt hier von Nire einen Pinsel, das ist The Multitasker 113. Die Pinsel, die ich verwende, waren übrigens auch mal immer irgendwie in Beautyboxen drin und ja, dann kommt das jetzt mal unter meine Augen. Sehr, sehr pastös. Also der Concealer hebt auch so richtig die Textur der Haut hervor. Ja, er deckt hart ab, also der ist richtig High Coverage, man sieht es richtig krass, ey. Also alle Rötungen sind weg. Aber er hebt Faltentexturen, Unebenheiten, Poren, Härchen. Der hebt ja alles hervor. Nix für mich. Gar nicht, gar nicht, gar nicht. Ich habe mich ja mega gefreut, dass ich in der Glossy Box Christmas Limited Edition diesen Blush von Milk drin hatte, denn den habe ich tatsächlich auch in aktueller Anwendung. In der Farbe Work, der Lip and Cheek Creme Blush ist das. Und ich gebe mir den, also der ist echt nicht mehr so viel bei mir drin, also wenn ich den jetzt mal so hochdrehe, das ist noch der Rest vom Schützenfest, der bei mir mit drin ist. Ich mache das ganz gerne, dass ich meinen Foundation-Pinsel einmal kurz im Handtuch neben mir sauber mache, dass die Foundation-Reste rausgehen und dann gehe ich damit einfach so, ne, dass ich meinen Pinsel hier so einfärbe und das darf gerne dann auch ordentlich aussehen, also ordentlich, also derbe, ne? Und dann kommt das hier auf meine Cheeks, auf meine Wangen.
Ich mag die Farbe gerne. Man sieht die gar nicht so super ultra. Aber das Ding ist, wenn man sich diesen Creme Blush aufträgt und danach dann halt auch pudert und sich dann auch noch ein Puder Blush und sowas aufgibt, dann hält das Ganze halt länger. Und dann wird das Ganze für mich persönlich auch wirklich so maskenfester. Ne? Also ich mag es sehr gerne und deswegen, der ist in täglicher Anwendung bei mir. Und ich habe mich da hart drüber gefreut, dass der auch mit in der Box drin war, denn so habe ich jetzt ein Backup davon. Und ja, ist ein gutes Produkt, definitiv. Der verbindet sich auch gerade echt schön mit der Foundation, kann ich nicht meckern. Und so schaut das Ganze dann aus. Ja, immer noch relativ tot, aber ne, rot. Jetzt habe ich einen kleinen Fehler gemacht, denn ich wollte den eigentlich nur auf einer Seite auftragen. Denn ich habe von Ilikia Beauty in der Glossy Box Black Friday Edition, das sieht eigentlich nicht so aus, ist eigentlich ein anderes Pöttchen, auch so einen Blushleiter drin gehabt. Den trage ich jetzt aber auch noch auf. Viel hilft, viel heute. Ich habe mir den nämlich mal umgefüllt in so eine Cushion Foundation Geschichte von Beauty Artisan. Und die habe ich mal bei YesStyle bestellt und das sieht nämlich so aus, finde ich total cool und da kann ich nämlich den Pinsel verwenden, den Luxie 524 Small Duo Fiber Brush, der auch in der Black Friday Edition Box drin war von Glossy Box und das ist halt total super, weil du hast hier halt dieses Schwämmchen und nimmst dann nicht zu viel auf und den kann ich mir hier auch ganz gut noch vorstellen. Kannst du auch als Blushleiter so mitverwenden. Ne? Also auch ein schönes Produkt, was so einen Nasseffekt macht. Das mag ich ganz gerne. Und ja, so schaut es dann aus. Bringt auch noch Bewegung ins Gesicht. Hier sieht man, da ist es ein bisschen matter unterwegs. Und hier haben wir dann die Bewegung. Und wir bringen gleich noch mehr Bewegung rein mit den Liquid Highlightern. 5 Milliarden Schichten heute, ne? Das kriegen wir alle wohin. Aber so sehe ich, ich habe echt rote Wangen, als wäre ich gerade durch die Kälte gelaufen und jetzt hier gerade so vor die Kamera hingesetzt. Hammer! Ich habe tatsächlich 3 Liquid Highlighter, wo wir jetzt mal gucken müssen, welchen wir verwenden. Da lasse ich doch, glaube ich, mal die Alexa gleich entscheiden. Einmal habe ich hier die Glow Milk von The Beauty Crop. Das ist dieses Produkt. Fand ich ganz süß, so eine kleine Milchtüte, ne? Kommt aus der Blissim Box und hier ist ein Smiley drauf. In der Vegan Beauty Basket habe ich von Puro Bio dieses Liquid Stardust Gedönsen drin gehabt, den Liquid Highlighter. Ne? Und in der Glossy Box Christmas Limited Edition habe ich hier diesen Liquid Highlighter von Josephine Cosmetics drin gehabt. Alexa, nenne eine Zahl von 1 bis 3. Hier ist eine Zahl zwischen 1 und 3. Es ist 2. Nebenbei bemerkt, ich würde dich gerne näher kennenlernen. Ich kann lernen, deine Stimme zu erkennen. So weiß ich, wer spricht. Sollen wir das jetzt vertiefen? Nein. Alexa, nein. Alexa, nenne eine Zahl von 1 bis 3. Hier ist eine Zahl zwischen 1 und 3. Es ist 1. Alles klar. Also eine neue Verehrerin, den Puro Bio und die Glow Milk. Puro Bio kommt wirklich hier, ne, Liquid Stardust-mäßig raus. Holla die Waldfee, das sieht schon mal sehr, sehr vielversprechend aus. Nehme ich wieder den Stippling Brush von gerade. Da geht ja richtig was ab. Oh mein Gott, ich nehme wieder den Foundation-Pinsel. Okay, ja schön. Doch, ne? Muss ich wirklich sagen. Also das lässt sich ausblenden. Ich habe es jetzt auch wirklich versucht, nicht ganz so hardcore zu machen. Gibt aber einen schönen Effekt. Und das kannst du auch alles über Pudertexturen machen und so. Ne, finde ich ganz interessant, muss ich sagen. Doch. Bei der Glow Milk finde ich es ein bisschen schade, dass man diese schöne Milchverpackung dann nachher nicht mehr hat. Genau, da ist aber noch eine Milchtüte auf dem Produkt an sich abgebildet. Da habe ich das Gefühl, dass sich das jetzt ein bisschen schöner verteilen lässt. Da brauche ich jetzt nämlich eigentlich nicht noch den Foundation-Pinsel drüber zu geben, weil das so schon ganz gut funktioniert. Dafür ist es nicht so nass, ne? Aber auch schön. In der Lookfantastic Beauty Chest hatten wir dieses wunderschöne Puder von Hourglass, dieses Veil Powder. Das hatte ich auch schon in meiner Sammlung drin. Das mag ich auch ehrlich gesagt ganz gerne leiden. Gebe ich mir ein bisschen was hier in meinen Deckel. Und dann pudere ich erstmal unter meinen Augen ab. Und dann nehme ich mir einen großen Fluffel. Das ist übrigens aus der Catrice oder Essence. Essence Limited Edition mit Disney. Und gehe ganz sanft über mein Gesicht, um das abzupudern. Aber meine Base ist ja eigentlich schon so trocken. So viel Puder brauche ich nicht. Aber ich brauche halt irgendwie so eine Fläche, damit ich besser Blush, Bronzer und Highlighter, also die pudrigen Texturen, verblenden kann. Ne? Dass es nicht so stockt. Trotzdem muss ich sagen, dass meine Blush-Geschichte auf jeden Fall noch durchkommt. Und auch die Highlighter-Geschichte. Ne?
kommt auch noch durch. Und wenn später sich eh alles verbunden hat, dann kommt das auch noch wieder ordentlich durch. Also das funktioniert schon noch. Gefällt mir. Also das Puder mag ich gerne und meine Base gefällt mir jetzt auch ehrlich gesagt ganz gut. In Trashy hatte ich hier von Guerlain den Terracotta Light drin. Das ist, glaube ich, so eine Art Bronzer, also Bronzer mit Blush in einem. Auch da nehme ich jetzt den Pinsel. Der ist übrigens total klasse. Das ist Mulan, glaube ich, ne? Ja, mega geiler Pinsel, kann ich voll empfehlen. Und den trage ich mir da auf, wo ich gerne Bronzer haben möchte. Der hat leichten Schimmer mit drin. Sehr, sehr, sehr subtil. Aber ich finde, für den Winter, wenn ich jetzt tatsächlich jetzt die nächsten Tage, Wochen noch blasser werde, ist er perfekt. Auch einen Blush hatte ich jetzt nicht in der Box mit drin. Da habe ich jetzt hier von Essence den Luminous Blush Be Merry and Bright. Und der ist jetzt ein bisschen dunkler, hat auch einen Schimmer mit drin. Aber schön auf der Haut. Oh, gar nicht so dunkel, wie man hier im Pfännchen erwarten würde. Sehr, sehr schön. Der ist halt ein bisschen kühler unterwegs, also ein bisschen, ne, bäriger, kühler. Und das mag ich für den Winter sehr, sehr gerne. Der hat auch einen Lightning-Effekt drin. Das heißt, auch jetzt theoretisch bräuchte ich keinen Highlighter mehr. Aber wir hatten da was in Beautyboxen drin, ne? Und zwar in der Pinkbox, die Sunlighter-Palette von Essence, diese Pure Nude-Geschichte. Da sind 4 Töne drin, die könnte man auch noch als Blushlighter oder Bronzer-Topper verwenden. Ich werde mich jetzt tatsächlich auf diesen Ton hier so ein bisschen spezialisieren. Eigentlich ist mir die Palette zu dunkel, aber ich versuche mal mit dem Ton zu highlighten. Dann nehme ich jetzt hier von Nire den 122 Sculpted Highlight Pinsel. Sehr, sehr pudrig, die Geschichte. Und trage mir den hier auf. Der ist schon, der kann was, ne? Und ist auf dem Gesicht, aber Gott sei Dank, ja, ein bisschen dunkel ist er, aber nicht so dunkel, wie ich befürchtet hatte. Zuallererst mache ich mir die Augenbrauen. Da hatte ich hier von Diego Dalla Palma so ein Vieh mit drin, also einen kleinen, ich glaube, der war in der Look Fantastic Box, oder? Ja, in der Look Fantastic Box und der ist halt echt dunkel, aber ja, Farbe 103, ich versuch's mal. Als Naturblondie wie ich, die perfekte Farbe für die Augenbrauen zu treffen, ist nicht leicht. Ich würde sagen, es entspricht der Farbe meiner Augenbrauen, Härchen an und für sich schon, aber in Konstellation mit meinen blonden Haaren sieht das irgendwie merkwürdig aus, ne? Also, ich glaube nicht unbedingt meine Farbe. Fixieren werde ich das Ganze mit dem L'Oreal Plump & Set Brow Artist, das ist dieses Produkt hier. Und ja, ne, einfach mal, um die Augenbrauen auch in Form zu halten, hat so ein kleines Spoolie-Füßchen. Da bin ich jetzt natürlich sehr, sehr verwöhnt in letzter Zeit von dem Essence mit Merve Augenbrauen Gel Brow Lamination, weil das dir die Augenbrauen halt so richtig an Ort und Stelle hält. Müssen wir hier mal gucken, wie das so vom Ergebnis her wird. Ist relativ nass, aber ich lasse es jetzt erstmal so ein bisschen antrocknen. Auch eine Lidschattenpalette hatten wir jetzt dieses Mal nicht mit dabei. Das ist aber nicht schlimm, denn ich habe noch einige da, die ich ausprobieren möchte. Hier habe ich jetzt von Pixi by Petra die Eye Effect. Ich lieb's. Okay, Rosette Ray ist hier die Farbbezeichnung. Oh, dieser Hund, ne? Das ist so traumhaft. Okay, hier sind die Farben einmal zu sehen. Also sehr viele, sehr zurückhaltende Töne. Schimmerfarben, fast, ja, 4 Schimmerfarben und 5 matte Töne sind hier mit dabei. Und jetzt machen wir mal so einen relativ easy peasy Alltagslook. Vorher gebe ich mir aber so ein bisschen Lippenpflege auf. Da habe ich hier von Lano Lips die Lippenpflege aus der My Little Box. Das ist so eine ganz, ganz feste. Die habe ich jetzt auch schon das ein oder andere Mal auch aufgetragen, wenn ich halt so mit Schminken fertig war tatsächlich. Und dann ist es halt so ein richtig fettes Ding. Und jetzt lässt es sich halt auch unschwer verstecken, was ich so meine. Also hier, ne, voll trocken, voll abgesetzt, hart. Unter den Augen, um die Augen drumherum. Also aus der Entfernung sieht das gut aus, aber aus der Nähe finde ich sowohl die Foundation als auch den Concealer nicht gut und auch den Primer. Das ist mir alles zu trocken. Ich starte einfach mal mit dem Ton French Rose und den gebe ich mir so in die Lidfalte schon mal rein. Mit Mushroom ja, werde ich das Ganze jetzt mal ganz, ganz vorsichtig abdunkeln. Mushroom heißt Pilz. Ist es pilzbraun? Man weiß es nicht. Dafür fange ich hier außen so ein bisschen an und arbeite das dann auch ganz sanft in die Lidfalte bzw. für mich ja am Knochen entlang ein.
diesen sehr, sehr dunklen Beereton, der auch tatsächlich Berry heißt, nämlich mit so einem Smudger-Pinsel bzw. mit der Spitze des Smudger-Pinsels auf und gebe mir das an meinen unteren Wimpernkranz. Mit einem etwas größeren Smudger-Pinsel gehe ich in den Ton hier oben rein, der nennt sich Glow. Und der glänzt auch hart, Leute. Ich gucke mal, ob ich das mit dem Pinsel hinkriege. Oh, der Pinsel nimmt schön was auf. Den möchte ich hier auf mein Zentrum platzieren. Ja, mit dem Pinsel ist es relativ soft. Ich glaube, mit dem Finger könnte man das Ganze dann nochmal intensivieren. Definitiv, ja. Und mit demselben Pinsel gehe ich hier in die Mitte in diesen Farbton Eis. Das ist halt sehr, sehr hell und perfekt, um so ein Inner Corner Highlight zu schaffen, also quasi hier im Innenwinkel, ne? Das blende ich auch meistens dann noch so ein bisschen mit auf meinen Augenlook drauf und die Reste vom Pinsel kommen dann einfach unter die Augenbraue. Ja, und da hat man dann einfach mal in, für mich jetzt 10 Minuten, einen relativ schnellen Augenlook gemacht und nicht super spektakulär, aber schön, finde ich. Ich habe keinen Fallout, ich habe kein Kickback in den Fännchen. Ich bin da sehr, sehr, also von der Qualität der Palette bin ich wirklich begeistert. Das ist im Alltag dann auch sehr gut anzuwenden und deswegen bleibt die Palette. Fixieren möchte ich das Ganze mit diesem Setting Spray von Saint Luxe. Das ist dieses hier. Hat so Sternchen drauf, das finde ich ganz hübsch. Das hatten wir in der Glossy Box Black Friday Limited Edition mit drin. Ein Cruelty Free, also ein tierversuchsfreies Produkt. Oh, derben Sprühstoß. Das geht. Brauchst du jetzt nicht irgendwie direkt an dein Gesicht halten. Aber es funktioniert. Das kann man jetzt so mit dem Pinsel nochmal so eintapern oder... Wenn man ein Schwämmchen verwendet hätte, könnte man jetzt ein Schwämmchen nehmen. Und so verbinden sich hoffentlich die pudrigen Texturen und die cremigen Texturen etwas besser miteinander. Und ja, das Make-up wird dann ein bisschen haltbarer auch gemacht, ne? In der Pinkbox hatten wir mal wieder einen Definer Liner von Kia T London drin. Und den gebe ich mir jetzt einfach mal auf die Wasserlinie, auch wenn er nicht so ultra sichtbar sein wird. Das ist so ein ja, Champagnerton, der dann so ein bisschen Schimmer mit dabei hat. Ich persönlich verwende jetzt nicht so unbedingt Kajal, aber wenn er da ist, warum nicht? Exorbitant krass ist der Effekt jetzt aber natürlich nicht, ne? Ist halt so ganz, ganz dezent. Ich weiß auch nicht, wie lange der dann so da drauf halten wird, aber theoretisch gar nicht so verkehrt. Kann man bestimmt auch irgendwie als Eyeliner oder sowas verwenden, aber da bin ich ja kein Fan von diesen Gelstiften. Drei verschiedene Eyeliner hätte ich tatsächlich jetzt auch zur Auswahl. Einmal aus der Glossy Box der Illamasqua Eyeliner. Ich will immer Highlighter sagen. Aus der Glossy Box Black Friday Limited Edition mein Lieblings-Eyeliner, der Black Magic. Oh, der ist so geil von Ayeko. Und aus der Look Fantastic Beauty Chest, auch von Ayeko, aber das ist der Skinny Eyeliner. Zwei kann ich verwenden. Alexa, nenne eine Zahl von 1 bis 3. Hier ist eine Zahl zwischen 1 und 3. Es ist 1. Okay. Alexa, nenne eine Zahl von 1 bis 3. Hier ist eine Zahl zwischen 1 und 3. Es ist 1. Alexa, nenne eine Zahl von 1 bis 3. Hier ist eine Zahl zwischen 1 und 3. Es ist 1. Die ist sich ja einig, ne? Alexa, nenne eine Zahl von 2 bis 3. Hier ist eine Zahl zwischen 2 und 3. Es ist 2. Cool. Also einmal der Ayeko Black Magic und der Illamasqua Eyeliner. Der Illamasqua Eyeliner ist halt ein Filzstift-Eyeliner, der halt so eine ganz normale Filzstiftspitze hat. Oh, kann man aber gut mitmalen. Gut, ne? Bei solchen Eyelinern kannst du am Anfang immer gut mitmalen, aber der malt gut. Also gut, gut. Das hat doch schon mal ganz gut funktioniert. Also heute möchte ich auch eher so einen kleinen, subtilen Eyeliner mir ziehen, ne? Das kannst du auf jeden Fall mit dem Illamasqua machen. Dann schauen wir uns mal die andere Seite mit meinem geilen Vieh hier an. Das ist nämlich mit so einer Pinselspitze, also ähnlich wie der Kat Von D Tattoo Liner zum Beispiel. Das heißt, der hat vorne so kleine Pinselhärchen dran und ist halt nicht so ein Schwämmchen. Und das mag ich gerne, damit kann ich echt gut um. Ja, aber ich kann auf jeden Fall mit dem Ayeko deutlich besser und leichter so einen Spitzenwing ziehen. Egal, ich lasse es jetzt, wie es ist, weil so gefällt es mir. In der Look Fantastic Beauty Chest hatte ich hier von Kevin O'Quinn eine Mascara drin und die möchte ich gerne mit euch zusammen ausprobieren. Super hochwertig, das Vieh, ne, muss man wirklich sagen. Hat ein sehr interessantes, gerades Kunstfaserbürstchen, was so ausschaut.
Ohne Mascara. Erste Schicht. Zweite Schicht. Dritte Schicht. Bei der Mascara reicht tatsächlich eine Schicht, ne? Oder zwei Schichten. Jetzt die dritte Schicht finde ich persönlich sogar schon zu viel. Und ich hatte eben sogar kurzfristig oder kurzzeitig mal überlegt, dass ich einfach das auch bei zwei Schichten belasse. Dann habe ich mir gedacht, komm, ich probiere es einfach mal aus, denn hier sind wir einfach mal zum Ausprobieren da. Und so sieht es dann in drei Schichten aus. Also von der Nähe sieht man halt richtig, was ich meine, dass das Ganze doch sehr ummantelt und verklebt ist. Also selbst mir, die ja richtig gerne halt auch drei Schichten trägt, ist das schon zu viel, ne? Aber ich finde die sehr schön. Also macht schon einen coolen Look auf den Augen, ne? Also mag ich sehr, sehr, sehr. Coole Mascara. Jo. So, der Lippenpflegegedönsen ist immer noch sehr, sehr pflegend. Also das könnte man theoretisch so lassen. Aber ich habe einen Lip Power aus der Glossy Box Black Friday Limited Edition. Und den möchte ich mir jetzt gerne noch einmal auftragen. Ist die, also das war in einer anderen Farbe drin. Aber ich hatte den in der Farbe Filou halt noch zu Hause. Und ich bin eigentlich dabei, jetzt gerade so ein bisschen meine Lippenprodukte ein bisschen zu dezimieren und wollte dann nicht auch noch die zusätzliche andere Farbe auch noch haben, weil Liquid Lipsticks und ich sind jetzt nicht so die allerbesten Freunde. Und die Farbe finde ich irgendwie ganz aufregend, einfach mal irgendwie so, also für mich persönlich ist sie aufregend, ne? Weil es so ein Nude-Ton ist, der aber so ein bisschen in dieses Rostfarbene auch noch mit reingeht. Und ich mag die Farbe eigentlich ganz gerne leiden. Passt tatsächlich auch zu diesem Look, weil zu diesem Look würde wahrscheinlich jede Art von Lippenfarbe passen. Genau. Und einen habe ich noch. In der Glossy Box hatten wir ein Parfum drin. Und zwar ist das dieses Paper Commodity Paper Parfüm, was irgendwie so ganz speziell ist, weil das irgendwie jeder mögen soll oder, keine Ahnung, zu jedem passen soll. Für mich riecht es einfach nach frisch gewaschener Wäsche. Ist jetzt hier in so einem Sprüher, weil es nur 5 Milliliter sind. Uch, da war jetzt ein bisschen viel. Und soll man nicht machen. Ich mache es trotzdem. Und ja, ist halt für mich persönlich zu wenig blumig, süß, ne? Das riecht halt einfach nach Baumwollduft. Also als hätte ich jetzt meinen Airwick Fresh Medic an und der würde hier meinen Baumwollduft reinsprühen. Ja, aber das war er nur gewesen. Der Look, oder das ist er nur gewesen, der Look für meinen Full Face Beauty Boxen aus dem Monat November. Ich finde ihn eigentlich ganz schön, sehr schlicht und zurückhaltend. Und wenn man bedenkt, dass der November ja eigentlich eher so ein öder Monat ist, eigentlich so im Volksmund, ne? Weil da ja nicht so viel geht. Außer für mich, weil da ist es der Monat der Liebe. Damals das erste Mal mein Freund geknutschelt und mit meinem Freund zusammengekommen und so. Und Sammy kam zu uns. Deswegen für mich ist es ein mega geiler Monat. Aber unter dem generellen Aspekt passt das schon ganz gut alles so zusammen. Ne? Was mich persönlich stört, das sind halt Produkte, die waren jetzt ja nicht unbedingt in den Beautyboxen drin. Das ist die Foundation und der Concealer. Finde ich gruselig. Werde ich jetzt so wahrscheinlich nicht unbedingt weiterverwenden, weil meine Haut fühlt sich halt so... Weiß ich nicht. Also es sieht jetzt aus der Entfernung gut aus, ne? Ich sehe auch schön glowy powy aus, aber meine Haut fühlt sich nicht gut an. Also wenn ich jetzt so rede und so, denke ich, mein Gesicht bröckelt gleich runter. Und das liegt nicht an den 5 Kilo Make-up, die ich drauf habe, sondern tatsächlich an der Konstellation Primer Foundation Concealer, weil das war gar nicht gut. Egal. Ich habe jetzt diesen Look drauf und werde noch ein paar Videos drehen. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings meiner Abo-Boxen. Hier unten meine Schminkies-Playlist. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!